Naja, die scheinen sich ja wohl in der letzten Zeit zu häufen. Oder man nimmt sie einfach öffentlich mehr zur Kenntnis. Das kann ich aber nicht beurteilen. Was denke ich zu den Messermorden? So ganz generell sind solche Vorgänge ja immer schon bekannt. Und dahinter stecken, hinter den Tätern, stecken meistens sehr viele tiefe Probleme, die ja unter Umständen bis zur Pathologie reichen. Also ohnmächtige Behauptungsversuche gegenüber der Außenwelt, wer weiß. Also jedenfalls Schicksale, die sich jetzt in dem Moment, wo sie nach außen wirklich wirksam werden, in Form von Mord und Schlägerei und Totschlag, also in Form von physischer Gewalt, die bis zum Tod geht, wird die Sache dann wieder, hat nochmal eine ganz andere Dimension. Denn sie bedeutet ja, ich werde innerlich mit einem bestimmten Problem nicht fertig und muss das dann nach außen bringen. Und das wirkt sich dann als Messermord zum Beispiel aus. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die davon bedroht werden. Das ist eigentlich ein ganz einfacher, ich würde schon fast sagen, archaischer Tatbestand. Und komplizierter wird die Sache dann, wenn sie irgendwie auch im Dunstkreis oder im Nebelkreis von Religiosität stattfindet, wie zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten oder Jahren durch den Islamismus, wo also die Religion dann auch eine ganz große Rolle spielt. Und damit eröffnet sich eine Denkperspektive, in der wir ja mittendrin stehen und uns fragen müssen, wie gehen wir an diese Sache ran? Und da kann ich nur sagen, zunächst mal haben wir es mit Symptomen zu tun, also mit Erscheinungsformen. Und die Frage ist, ob wir für diese Erscheinungsformen bereits schon in uns selber geklärte Begriffe haben. Das ist jeweils die Frage. Und deswegen kann ich konkret zu den einzelnen Sachen gar nichts sagen, sondern ich kann nur sagen, das ist eine elende Perspektive, die meines Erachtens dadurch entsteht, indem man keine wirklich neue, höhere oder tiefere Dimension im Spiel hat und sich alles auf der physischen Ebene abspielt. Und man meint, man könne alles auf dieser Ebene auch erledigen, was natürlich nicht der Fall ist. Also diese Aggression oder auch diese Wut und dieser Hass, der sich da äußert, also eigentlich auch diese Form der Verzweiflung, ist meines Erachtens von uns, die wir ja, sagen wir mal, du fragst mich jetzt als einen der Beobachter, ich bin ja nicht unmittelbar Teilnehmer dieses Vorgangs, jedenfalls nicht im Moment, dass ich als Beobachter dafür einen Begriff erarbeiten finden muss. Und das Erste, was ich erkenne, ist, dass wir sozusagen jetzt in einer ganz wichtigen Zeitepoche drinstehen, in dem wir im Grunde genommen, was unser Auftrag, unsere Aufgabe ist, aus dem bloß Physischen in eine andere Dimension hineinzukommen. Und wenn ich sage physisch, meine ich gleichzeitig auch intellektuell. Also die Frage ist, ob wir innerlich, seelisch bereits schon eine Basis innehaben, von der aus wir
diese Dinge, die sich im physischen Bereich abspielen, auf den richtigen Begriff bringen können. Das ist für mich die Frage. Also solche Dinge wie diese Messermorde sind für mich der Ausdruck eines Engpasses, in den wir geraten sind. Es wäre gut, wir würden einfach mal versuchen, den Gedanken zu denken, dass wir unsere Denkschärfe ins Bewusstsein holen sollten. Ob wir überhaupt bereit sind, den Begriff Denkschärfe zu akzeptieren. Also ob wir überhaupt bereit sind, die Begriffe wie Schärfe Gewalt, ob wir bereit sind, diese Begriffe zu transformieren. Oder ob wir uns nach wie vor sozusagen im irdisch diesseitig materiellen stecken bleiben. Und dann kommt es zu einer vollkommenen Chaotisierung. Also eigentlich kann ich es in dieser kurzen Weise nicht besser zum Ausdruck bringen, als ich sage, zum Messer greifen, entweder außen oder innen. Und dann die Frage stellen, was bedeutet das, innen zum Messer greifen? Denn wir können ja auch innen in eine Zwangslage hineingeraten, in eine emotionale Engpass, der ja dann innen stattfindet. Aber dann ist das Innen überhaupt noch nicht wirklich erfasst, jetzt mal als Ich. Und wenn man in der Richtung weiter denkt, denn dazu bin ich ja jetzt aufgefordert worden, dann eröffnen sich da ganz neue Perspektiven. Also ich glaube, diese Form der Messermorderei ist der Ausdruck einer nicht wirklich realisierten Transformation. Wir kommen aus den alten seelischen Schubladen offenbar sehr schwer heraus. Und wenn man da drin stecken bleibt, dann erlebt man die Enge in dieser Schublade. Und wenn man diese Enge erlebt und man weiß keinen Weg herauszufinden, dann greift man eben auch zu Schubladenmethoden. Das heißt also zum Beispiel zum Messer, das man besser eigentlich benutzen würde zum Brotschmieren, zum Butterschmieren. Und so weiter.